Alexander, hallo. Heute in die Wiki gucken wir uns den Lucky Kitty Katzentrinkbrunnen an. Das Besondere bei dem ist, das Ding ist aus Keramik gemacht. Also wie ihr das zum Beispiel von eurer Kloschüssel kennt, aus Keramik gemacht. Und da halt hier auch Porzellan. Manche sagen Keramik, manche sagen Porzellan. Die meisten Katzenbrunnen sind halt aus Plastik gemacht. Davon halte ich persönlich gar nichts, weil ihr kennt selbst, wenn Wasser einfach durch Plastikgefäß durchläuft oder absteht, es setzt sich immer irgendwas ab, es ist schwer zu reinigen. Irgendwann vergammelt es auch innen drin. Und ihr kennt die Problematik mit den ganzen Weichmachern, PBAs, PBCs, was sonst für Chemikalien drin sind. Deswegen Keramik. Bin ich eher durch Zufall drauf gestoßen, fand anhand von der Bewertung muss ziemlich cool sein. Gucken wir uns jetzt an, wir packen es mal raus und bauen es mal zusammen. So, erstmal die Verpackung ist natürlich riesig. Ihr seht, das ist ein großer Klotz. Kostet ja 50 Euro, 50, 55 Euro. Habe ich jetzt den verkehrten Weg aufgemacht. Ich hatte es schon mal rausgezogen, also gucken, wie einfach es ist, euch zu zeigen. Aber es ist ein bisschen schwieriger für die Kamera zu halten. Weil, seht ihr gleich, es war nämlich auch im Kopf, als es rausgekommen ist. Aber das ist die Schüssel. Dann habt ihr hier innen drin die Pumpe. Was ist das Teil hier? Oh, kleine Mini-Pümpchen. Soll wohl ganz leise sein und sowas. Und dann kommt noch ein bisschen wichtiger Reinigungshinweis. Gucken wir uns auch mal kurz an. So, was steht hier drauf? So, da könnt ihr sehen. Gut. Klar, vor allen Arbeit immer Netzstecker ziehen, die zweite Schutzabdeckung, nehmen Sie den Rotor raus, vor Kalk mit nitrischen konzentrierten Lösungen, Gummifüßchen, ja, das ist noch wichtige, das kann man mal in Ruhe durchlesen. Und hier haben wir eine Bedienungsanleitung, Betriebshandbuch, hier haben wir die Gummifüßchen, die Pumpe, entfernen Sie die Folie von den Moosgummifüßchen, kleben Sie diese unter die Unterschale. Ich glaube, hier sind sogar die, da müssen immer noch Moosgummifüßchen drunter sein. Gucken wir mal an. Wir machen mal erstmal die Folie ab. So. Das sind sie. Wobei, ich lasse die Füßchen mal weg. Denn ich stelle das da hinten sowieso auf den Boden drauf, dann macht das kein Problem. Gut, dann haben wir alles hier. Das ist die Pumpe. Ja. Hier. Genau. Da war irgendwie der Deckel drauf. Also irgendwie war der Deckel hier ab. Den müssen wir irgendwie wieder drauf kriegen. Mal gucken, wie das funktioniert. Was ist das denn? Mal kurz Pause. So, ich habe zusammengebaut. Es war ein kleines bisschen fummelig, diesen Schlauch hier drauf zu bekommen. Aber das liegt daran, weil es halt wahrscheinlich fest steckt. Und also in die Mitte das ganze Ding dann rein. Kabel hinten drauf. Dann klappen wir das mal zu. Ein bisschen vorne noch ein bisschen. Da ist so ein dickerer Gummiring drin. Den müsst ihr ein bisschen fester drauf drücken. Und hinten auch. So. Okay, jetzt nicht vibriert und klappert. Jetzt kippen wir mal, machen wir mal einen halben Liter Wasser rein. Ich kipp's mal von oben durch. Also ist ein halben Liter Wasser jetzt drin und dann stecken wir es mal an die Steckdose. Ne? Wo haben wir denn hier eine? Da hinten? Blubbert.
Kommt noch nichts, ne? Da ist auch ein bisschen zu wenig Wasser drin. Ich guck mal nochmal. So, jetzt läuft's. Ich habe zu wenig Wasser drin. Also ihr braucht da ungefähr in circa 1 Liter Wasser rein, damit die Pumpe nicht trocken läuft und halt überhaupt Wasser halt rauspumpt. Also die Pumpe ist wirklich leise. Hört ihr nichts? Ich halte euch mal das Mikrofon mal genau dran. Und was ihr halt hört, ist das Geräusch vom Wasser, was fließt. Aber die Pumpe selbst ist leise, ultra leise. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr es meine Katze mag. Und ob es ihr gefällt, ob sie es akzeptiert. Ansonsten packe ich euch einen Link unten drunter, wo ihr euch das Ganze holen könnt. Ciao, ciao und bye.